Hallo und herzlich willkommen bei Welt der Gesundheit TV. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Bei mir heute zu Gast ist David und wir hatten bereits einige oder eine große Reihe gedreht an Interviews zum Thema Nahrungsmittellügen. Und auch heute möchten wir über Obstsorten sprechen, die am meisten mit Schadstoffen belastet sind. Denn man sieht es den leckeren Früchten leider nicht an. Viele von ihnen enthalten Rückstände von Pestiziden und anderen Schadstoffen. Wir erklären, welche Obstsorten besonders belastet sind und warum und zeigen dir natürlich auch gesunde Alternativen. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß im Interview. Hallo David, herzlich willkommen zurück Danke in meinem Studio. für die Möglichkeit. Wir haben jetzt schon drei Videos abgedreht zum Thema Nahrungsmittellügen und machen heute noch ein viertes, weil es irgendwie die Leute anscheinend sehr interessiert. Aber wir möchten natürlich nicht nur aufzeigen, was man den leckeren Früchten leider nicht ansieht, die eben viele Rückstände von Pestiziden und eben auch anderen Schadstoffen enthalten, sondern wir möchten eben auch mal zum Schluss noch ein paar Obstsorten und Gemüsesorten aufzeigen, die gut abschneiden. Sehr schön. Finde ich auch wieder immer wichtig, den Leuten eine Perspektive zu geben, denn es ist nicht alles hoffnungslos verloren. Genau. Aber wir fangen mit den schlechten Nachrichten an. Ja. Eine Dreiviertelstunde. Ja. Und dann reden wir mal eine Minute über die guten. Nein. Genau. Ich habe wieder so ein paar Sachen an Negativ-Hitlisten der mehrfach belasteten Obstsorten rausgesucht. Es Richtig. sind tatsächlich alles mehrfach belastete Obstsorten. Also Ja. nicht wirklich einfach. Das wäre ja doch schön. Damit könnte man ja noch irgendwo leben, Ja. weil unser Körper ja doch tagtäglich auch entgiftet. Und wenn er gesund ist, eine gute, sag mal, Schleimhaut hat, gut mit sauberem Wasser versorgt ist, kann unser Körper durchaus eigentlich auch sehr gut entgiften. Richtig, eigentlich schon. Wobei er evolutionsbiologisch nicht dazu geeignet ist, so viele Giftstoffe auf einmal zu entgiften. Und vieles davon lag Millionen Jahre unter der Erde oder wurde durch chemische Prozesse hergestellt. Und dafür hat er kein Entgiftungsprogramm, kein explizites. Deswegen ist es wichtig, sich mit Zeolithen und sonstigen Sachen, die du auch wunderbar in deiner Sendung immer thematisierst, zu versorgen. Genau. Ich sehe es ja einen Ticken anders. Klar, der Körper hat es nicht gelernt, weil er es nicht kennt. Aber alles, was der Körper nicht kennt, scheidet er eigentlich auch direkt wieder aus. Also er bricht es, Ja. er schwitzt es aus oder eben über den Darm. Stimmt. Das Problem ist eigentlich ein ganz anderes. Das Problem ist eigentlich, dass diese ganzen Pestizide vielen Ballaststoffen und Spurenelementen sehr ähnlich sind. Und das ist eigentlich das eigentliche Problem. Oder es wäre noch kein Problem, wenn wir vollständig versorgt wären. Ja. Weil dann hätten diese Schadstoffe gar keinen Platz, sich in unserem Körper anzudocken. Aber dadurch, dass wir eben aufgrund dessen einen großen Mangel haben, besonders an Spurenelementen, also ich sage mal, das Problem ist eigentlich gar nicht mal so die Vitamine, Ja. sondern das viel größere Problem sind Mineralien und Spurenelemente. Genau. Weil die einfach nicht mehr in den Böden vorkommen. Richtig. Und was nicht da ist, kann die Pflanze auch nicht aufnehmen. Genau. Und es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Länder, die eben so Spurenelemente wie beispielsweise Selen mittlerweile künstlich in den Boden hinzufügen, Ja. damit die Pflanzen eben wieder Selen haben, weil eigentlich selbst selenreiche Pflanzen mittlerweile überhaupt gar kein Selen mehr haben oder Richtig. eben auch andere Spurenelementen. Und die fehlen uns einfach und dann ist da ein Platz frei. Genau. Und das ist vor allem, betrifft vor allem die Schilddrüse, die Thymusdrüse und auch die Skelettmuskulatur. Und wenn wir da zum Beispiel eben kein Kalium haben, dann nistet sich da Quecksilber ein. Richtig. Oder Bor zum Beispiel in den Knochen, das sind auch sehr stark betroffen. Und da gibt es Erhebungen in den Böden, zum Beispiel auf Haiti oder in Afrika, wo das noch im Boden vorhanden war, gibt es viel weniger Oberschenkelhalsbrüche, haben die Leute bessere Zähne, bessere Knochengesundheit. Also es gibt ganz klare Korrelationen und die Studienlage ist eindeutig, die Mineralien fehlen im Essen. Ich glaube, 87% weniger Vitamin C Ja. in der Erdbeere, aber auch Mineralien, zum Beispiel Magnesium, 75% weniger in Brokkoli. Und das war noch von 2012, glaube ich, die Tabelle oder so. Heute hat sich das gänzlich weiter erniedrigt. Ja, also wie gesagt, in Böden wird ja mittlerweile künstlich Mineralien hinzugefügt. Genau, leider nur NPK, Stickstoff, Phosphor und Kalium. Und das sind Und die einzigen ja. drei Düngemittel. Die anderen sind sogar teilweise verboten, Selen, Bor etc. zu Ach, düngen. Selen wird teilweise auch noch hinzugefügt, ja. Genau, ja, aber da wird es auch immer wieder umkämpft. Mal darf es, mal nicht und hier und da. Und Pestizide, da sind Tausende erlaubt. Und es sind wirklich nicht nur 50, 60, sondern Tausende. Ja, und das ist eigentlich das Komische. Also da kommen wir dann auch später noch drauf zu sprechen.
Da gibt es EU-Länder, wo Pestizide erlaubt sind, die in Deutschland verboten sind. Genau. Wie beispielsweise in Spanien. Richtig. Wo ich mir dann denke, ja, ist toll, wenn 95% der Tomaten aus Spanien kommen, dann bringt mir das EU-Verbot hier in Deutschland mal gar nichts. Ganz genau. Und dann gibt es eben Länder wie Holland, Dänemark, wo mittlerweile Silen sehr, sehr viel hinzugefügt wird, aber bei uns nicht. Richtig. Und dann stell dir vor, viele importieren ja dann noch, Spanien ist ja eng mit Marokko zusammen. Und was in Marokko dann wieder für Sachen, weißt du? Was soll ich dir sagen? Wir haben ja auch das Thema mit den Tomaten, da kommen wir noch dazu. Da kommen wir noch dazu. Aber ja. Man kann ja mittlerweile nicht mal mehr sagen, ich achte darauf, dass ich wenigstens Obst und Gemüse aus Europa nehme. Genau. Also selbst das ist Entschuldigung für den Arsch. Ja. Tut mir leid, dass so Kraftdruck auch. Ja, das muss man wirklich so sagen, weil ich hab's auch mir aufgeschrieben oder notiert. Dann denke ich mir so, wozu dann diese EU-Regeln? Hm. Also wozu ist überhaupt diese EU da? Das ist wieder so eine politische Frage, aber ehrlich, aber wozu? Eine sehr gute Frage. Ja, also dann beschließt die EU eine Impfpflicht für ganz Europa, weil sie in Deutschland nicht durchgegangen ist. Ja. Dann müssen wir uns alle dran halten. Aber wenn irgendwelche bescheuerten Pestizide verboten werden, dann dürfen die halben EU-Länder sie trotzdem sprühen. Genau. Weil sie wieder von irgendeiner Regelung XY ausgenommen sind. Oder es wird mal ein böses Glyphosat verboten oder geächtet. Und dann gibt es tausend andere, die nicht einmal irgendwie zu Wort, also die nicht einmal betont oder benannt werden. Und die sind aber drin. Und das Spannende ist, du sprachst vorhin, die Pflanzen haben sie drauf, aber die wachsen sogar mit den Pestiziden. Die Herbizide, Pestizide, Fungizide sind schon in die Pflanzen eingearbeitet. Es ist also sehr schwer für den Körper da zu unterscheiden, zu was er jetzt nun aufnimmt oder nicht. Und manchmal nimmt er dann lieber ein Herbizid, Fungizid oder Glyphosat und baut das ein, anstatt Glycine, Aminosäure, weil du sagst, die sind sich sehr ähnlich. Und er baut das einfach ein. Und da hast du ein Bruchstück in deinem Körper, was einfach keine Funktion hat oder was sogar toxisch ist. Und das führt dann halt zu Polymorphismen, Stoffwechselstörungen und vielen Krankheiten, die wir nicht damit in Korrelation bringen, aber die ganz klar damit zusammenhängen. Ja, und wir auf unserer Seite, auf weltdergesundheit.tv, also auf der Webseite, wir haben viele redaktionelle Beiträge, wir versuchen da wirklich gerade echt aufzuklären, weil selbst die aufgeklärt sind und schon so tolle Sachen machen wie Schadstoffauslastung, Schwermetallausleitung, das bringt euch gar nichts, wenn ihr kein sauberes Wasser habt. Und das bringt euch gar nichts, wenn ihr diese Spurenelemente und Mineralien nicht aufnehmt. Ganz genau. Das macht immer einen Kreis, schwuppdiwupp. Ja. Da könnt ihr auch Zeolit und Spirulina und Chlorella Loch und Löcher schlucken. Wenn da ein Loch ist, dann wird das mit der nächsten Mahlzeit, die ihr aufnehmt, wieder mit Schadstoffen gestopft. Also ihr habt dann einen ganzen Haufen Geld ausgegeben und habt wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich eurem Körper mehr geschadet als genutzt. Deswegen sage ich immer wirklich erstmal 3 Monate oder eigentlich 6 Monate wirklich Mineralien, Spurenelemente jeden Tag zu euch nehmen. Und das könnt ihr schon mit einer billigen Salze oder am Morgen. Du, absolut. Oder ein paar Wildkräutern. Ein paar Wildkräuter oder eben auch Schüsslersalze, aber dann bitte die flüssigen, nicht die Kapseln. Macht das ein halbes Jahr. Und da klar, die können noch nicht so andocken. Ne? Mhm. Also ihr werdet noch bei Weitem nicht das aufnehmen, was ihr eigentlich braucht oder was wichtig wäre. Aber es ist schon mal da, es ist schon mal im Blutkreislauf. Sehr schön. Und dann macht ihr eine Schwermetallausleitung. Und währenddessen dann hochdosiert 3-mal am Tag die Spurenelemente und Mineralien nehmen, damit eben, wenn in dem Moment die Gifte gelöst werden, dann die richtigen wieder eindocken können. Richtig, ganz genau. Und man muss erstmal, wie du sagst, die Infrastruktur legen, die Rezeptoren frei blasen von den ganzen Giften, dann ein Netzwerk ausbilden, dass die Nährstoffe sich im Körper verteilen können. Und dann, wenn die Infrastruktur gelegt ist, kann man Hochdosen gehen und dann kommen die auch an. Hast du sehr schön erzählt. Und durch die Entgiftung verliert ihr natürlich logisch auch wieder Vitamine, Spurenelemente, ist halt so. Ne? Das brauchen wir zum Ausleiten. Aber ich finde es ganz gut, ich weiß gar nicht, wer mir das gesagt hat, aber wenn du jetzt auf einem Level von 40% bist bei deinen Vitaminen, Spurenelementen und du machst dann eine Entgiftung, dann landest du unter Null. Ja. Und von diesem unter Null-Punkt wieder hochzukommen, ist viel, viel schwieriger, als wenn ihr diese 40%, sage ich mal, auf 90% erstmal steigert, dann eine Entgiftung macht und bei 40% wieder rauskommt und dann wieder eben auf 90% oder 100% ganz euch wieder aufbaut. Klar, es ist ärgerlich, weil man sagt sich immer so, das ging mir am Anfang auch so, ich denke mir so, jetzt gebe ich einen Haufen Geld für Spurenelemente, Mineralien und vor allem Vitamine, Omega-3 aus, dafür, dass ich jetzt eine Entgiftung mache und 50% wieder ausscheide. Aber glaubt mir, wenn man bei Null ist, da wieder rauszukommen, das ist dann mit so ein paar Kapseln nicht mehr getan. Richtig. Also da brauchst du dann wirklich schon Infusionen. Absolut. Und viele Infusionen gibt es gar nicht mehr. Also ich wollte jetzt mal unbedingt, ich kriege jetzt gerade Vitamin-C-Infusionen, weil ich Corona hatte. Habe ich aber mir selber verschrieben. Ich habe Gott sei Dank eine Ärztin, da kann ich hingehen und sagen, hier. Sehr gut. Und ich wollte auch Glutation haben. Kriegst du nicht. Wahnsinn.
kriegst du nicht. Also das kriegst du als Spritze schon mal gar nicht und auch als Infusion ganz schwer. Überleg mal, die Nährstoffe werden schon verboten und bei den Pflanzen ist es genauso. Die kriegen keine Nährstoffe mehr. Deswegen gibt es ein dickes Buch, das heißt giftige Ernte. Mhm. Und darin ist das Gegenteil beschrieben, nämlich dass die Pflanze nämlich ganz viele Toxine bekommt statt Nährstoffe. Und darauf sollten wir auch jetzt nochmal die Zuschauer darauf hinweisen, weil das ist wirklich skandalös. Das ist richtig skandalös. Und du hast schon gesagt, dann lieber halt wirklich auch auf Wildkräuter gehen. Mhm. Klar, die sind auch ein bisschen angefixt, aber die entsprechen noch der Natur am nächsten. Richtig. Und auch da dann eben so ein bisschen informieren. Es gibt ja gerade die Leute, die auch entgiften wollen. Gibt es, klar, Teesorten, die entschlacken, die ausleiten. Aber auch da spült ja natürlich viele Mineralien mit aus. Mhm. Das muss man halt auch wieder wissen. Du sagst es. Da kann man aber dann wirklich eher auch so auf einfache Kräuter zurückgreifen, wie beispielsweise Löwenzahn. Mhm. Löwenzahn ist auch harntreibend, kann man auch sehr gut ausleiten, regt die Nieren an. Richtig. Aber, und das ist jetzt genau der entscheidende Punkt, Löwenzahn führt dem Körper zum Beispiel Kalium hinzu, während andere Kräuter Kalium ausschwemmen. Also das muss man einfach wissen. Man muss wissen, okay, wenn ich das und das Kräuter nehme, muss ich mir selber zum Beispiel durch Schüsselsalze Kalium hinzufügen danach. Oder ich gehe eben gleich zur Brennnessel. Zum Löwenzahn, Entschuldigung, und trinke das und habe eben auch eine Ausleitung, aber ich gewinne noch an Kalium. Ganz genau. Das ist die billigste Variante, ja. Da müsst ihr auch nichts mehr kaufen. Aber das ist eben das sind so diese i-Tüpfelchen, diese kleinen Dinge, die man dann wissen muss, die man aber erst einfach über Jahre. Ja. Nein, dafür habt ihr ja uns. Ganz genau. Deswegen habt ihr Sendung. Wollen wir eigentlich mal anfangen? Ja, ja, gerne, das ist wichtig. Und dieser Exkurs ist auch interessant für die Zuschauer, glaube ich, weil genau diese kleine Feinabstimmung, auf die gilt es zu achten. Und den einen wichtigen Hinweis hast du jetzt schon mal gegeben. Das heißt, eher remineralisieren und dann entgiften, bevor ich gleich stark entgifte und dann in die Entgiftungskrise komme. Das war wichtig zu erwähnen. Ja. Wir fangen mal an. Es gibt viele Beerensorten, ich würde sie jetzt nicht einzeln aufzählen wollen, wir machen das jetzt einfach mal komplett zusammen, beispielsweise Himbeeren, Schadstoff, mehrfach belastete Obstsorten wie Himbeeren, 82,9%, das ist heftig. Das ist heftig. Also Himbeeren weiß ich auch, Himbeeren kaufe ich tatsächlich im Supermarkt gar nicht mehr. Ich auch nicht. Das gleiche gilt natürlich für Johannisbeeren, 81%, das ist jetzt auch nicht viel besser. Und ich glaube, da kannst du eigentlich auch Brombeeren und das kannst du alles mit reinzählen. Ich denke, das wird alles über 80% liegen. Ganz genau. Mehrfach belastet. Richtig. Und vor allem Herbizide, Fungizide, Pestizide. Das sind ja verschiedene Gruppen an Toxinen, die werden als schön formuliert als Pflanzenschutzmittel benannt, sind aber ganz starke Toxine, die sowohl neurologische Schäden verursachen, als auch die Fruchtbarkeit einhemmen oder eindämmen und ganz viele, sage ich mal, Entzündungen im Körper verursachen. Natürlich viele von denen sind auch krebserregend und deswegen macht man es folgendermaßen in der Industrie, man nimmt von all denen ganz wenig, weil es vor allem bestimmte Grenzwerte gibt und dann schlägt Alarm und dann kommt die EU und deswegen nimmt man von vielen ganz, ganz wenig und hat dann die gleiche Wirkung, nämlich dass kein Tier überlebt, dass das die Pflanze möglichst von Pilzen und frei wächst und genau nach ihrem genetischen Prädisposition wächst und das ist halt der Industrie ganz wichtig, dass es gleich optisch und gleich geformt und natürlich möglichst wenig Verlust, keine anderen Tiere, das ist ja auch ein Ego-Denken, kein anderes Tier, also kein Pilz, keine Made, kein Wurm soll diese Frucht essen, der Mensch will sie ganz alleine für sich haben. Und dieses Denken dahinter führt dazu, dass wir zum Schluss eine sehr giftige Ernte haben. Da kommen wir dann auch nochmal drauf zu sprechen beim Thema Spanien. Ja. Und also da am besten Waldbeeren. Richtig, oder selber es anbauen. Ganz also in genau. dem Fall wirklich, ganz würde genau. ich sogar im Biomarkt aufpassen. Ja, also ich würde auch gar keine Beeren mehr, außer die gefrorenen Beeren, Wildwuchs oder Wild, genau, die Waldbeeren. Genau, die gefroren kaufen. Ansonsten keine, ich rate davon ab. Da gibt es auch nur eine Firma, glaube ich, die das macht. Ja. Weißt du gerade, wie die heißt? Haben sie hier gehabt. Ja. Sei bewusst kochen, schalte mal rein. Genau. Da haben wir mit Daniel den Joghurt gemacht. Richtig. Da müsst ihr reinschalten. Ja. Aber haben wir da die Firma genannt? Nee, haben wir nicht. Ich glaube nicht. Aber wir könnten es hier unten recherchieren und verlinken. Ja, wir recherchieren nochmal und wenn wir es vergessen haben, dann schreibt es nochmal in die Kommentare. Danke. Dann wäre es in dem Moment zwar Uni-Wissen, aber vielleicht kriegen wir es trotzdem noch irgendwie raus. Also wir kaufen uns ja öfter mal diese Beeren. Ja. Ansonsten, ich habe mittlerweile tatsächlich meine Beeren auf meinem 10 Quadratmeter Grundstück, habe ich ja jetzt Stachelbeeren, Himbeeren und Brombeeren selber angebaut. Ja, und das reicht? Ist zwar an der Straße,
Aber ich sage mir, es ist immer noch besser als aus dem Supermarkt. Danke. Also wenn man immer diesen Vergleich mal sieht, ob der Straße, ob Pipi da ist, vom Hund. Weil die ob, ist nicht viel befahren, ja, muss man sagen. Es ist eine Seitenstraße. Es ist immer noch wirklich, man kann es sich bemessen, aber tausende Male gesünder, als was immer wieder aus dem Supermarkt bekommt. Genau. Und dann kann man sie ja trotzdem immer noch kurz mit Wasser und Wasserstoffperoxid ein bisschen spülen. Genau, richtig. Genau. Ja, Himbeeren, Johannisbeeren, Brombeeren. Dann, oh, ganz schlimm, Grapefruit. Grapefruit, ja, auch sehr stark belastet. Bei der wurde halt viel rumgefischt, gefuscht. Es gibt verschiedene sogenannte Hybridsorten heutzutage. Die werden schon so gezüchtet, dass sie, sage ich mal, weniger Wirkstoffe haben. Also vor allem sowas wie Bitterstoffe werden daraus gezüchtet oder diese ganz sauren Stoffe, Gerbstoffe etc. Das fehlt heute und dementsprechend ist die leider nur ein sehr schwach wirkender Hybrid, der stark auf Fructose auch wieder gezüchtet wurde und natürlich in einem Konglomerat von Pestiziden, Pflanzenschutzmitteln etc. wächst. Krass, also 80,8%. Oh. Ist heftig. Ich frage mich, gibt es überhaupt noch richtige Grapefruit zu kaufen? Heutzutage wahrscheinlich nicht mehr. Und wie viele Menschen essen früh zum Frühstück noch eine Grapefruit, weil sie denken, sie ist gesund? Ja. Also dann noch so am besten noch mit so einem Esslöffel Zucker drauf. Genau. Da siehst du, wie die Leute eingeholt werden, die jetzt versuchen, sich vegan oder gesund zu ernähren, wie auch gesagt mit der Milch, wo dann Arsen und Fluorin drin ist, mit der Fluorid drin ist, mit der Hafermilch etc. So ist auch mit der Grapefruit. Da denkt man tut sich was Gutes. Oder Banane und Apfel, ganz schlimm. Ja, da denkt man, da tut sich was Gutes und im Nachhinein vergiftet man sich. Sogar als Hustenmittel sogar angepriesen. Ja. Lieblingsthema von mir, Tafeltrauben. Oh, Tafeltrauben. Boah. Ich glaube, das merkt sogar der Laie. Da hat sogar also der ist Laie komischerweise nur mit 79,3%. Ich hätte fast gedacht, dass die eigentlich die schlimmsten sind von Obstsorten. Ja, das Spannende ist, und dahin will ja die Industrie, die verändert die Sachen genetisch so stark, dass sie keine Pestizide mehr brauchen, weil die Pestizide, die Fungizide, die Herbizide schon drinnen verbaut sind. Das heißt, du kannst die Traube so lange stehen lassen, die wird nicht mehr irgendwie angefressen werden. Da brauchst du gar nicht mehr drauf springen, weil die genetisch schon so kodiert ist, dass da einfach nichts mehr passiert. Und das ist halt ganz gefährlich, weil diese vitalen Stoffe, die in der Schale sind und die eigentlich die Pflanze schützen und die da drin sind, um das Leben zu bewahren, die sind nicht mehr drin und trotzdem glänzt diese Frucht, als wäre sie drin. Das ist halt dann wirklich Irreführung des Kundens und fast schon Betrug. Also ich kann euch sagen, die schlimmsten Tafeltrauben sind die großen und die auch so knacken. Ja. Das ist so mit Biss. Bewusst so gezüchtet. Genau. Aber pass auf, jetzt erkläre ich dir das, wie die überhaupt so groß werden. Erzählen. Haha. Haben wir alles notiert. Also pass auf. Also klar, erster Satz, logisch, das Fehlen der Traubenkerne hat eben auch Nachteile. Und diesen Nachteil erkläre ich euch jetzt. Richtige Kerne geben nämlich Hormone ab, die das Wachstum der Beere stimulieren. Deshalb sind kernlose Traubensorten oftmals zu klein. Um das Schlimmste zu verhindern, besprühen die Winzer ihre Weinstöcke mit den fehlenden Hormonen, nämlich mit Gibberellinen. Ich hoffe, ich habe das ausgesprochen. Ja. Genau, die werden dann mit Gibberellinen besprüht und dadurch werden die einzelnen Träubchen größer und der ganze Fruchtstand wirkt dadurch fülliger, sozusagen kerngesund. Kerngesund, du sagst das. Also das ist das Geile. Dann kaufen wir, also das ist jetzt im Thema Wein, das hatten wir glaube ich in der letzten Sendung, ja, da haben wir auch über Wein gesprochen, ja. Aber es ist auch im Supermarkt, diese großen Weintrauben und jetzt kommt das total Paradoxe an der Geschichte, ich habe es auch schon mal gesagt, jetzt kaufen wir also kernlose, große, knackige, geile Weintrauben, die super schmecken, um uns dann im Internet OPC zu bestellen. Du sagst es. Traubenkernextrakt, um die fehlenden Vitamine und Spurenelemente wieder auszugleichen. Schön, dass du es so sagst. Ganz genau so ist es. Es ist irrational. Das ist total krank. Ja, oder wir das haben ist richtig hier, krank. Ja, wir haben die Wildkräuter vor dir, die Birkenblätter. Wir haben alle gesunde Heilpflanzen und bestellen, wie du schon sagst, Ashwagandha und Reishi-Pilze aus China und sonstiges, obwohl wir es vor der Haustür günstig und einfach hätten. Und das ist ja komplett. Ja, vor allem ist es ein Paradox, weil ja auch gerade die Alternativ Szene. Also ich habe es ja auch beworben, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Boah, Traubenkernextrakt, OPC. Und dann gibt es ja einen Haufen YouTuber und bekannte Größen, die dieses OPC so dermaßen hypen, als das Krebsmittel schlechthin und alle müssen OPC fressen, wo ich mir denke, erklärt doch mal, warum wir überhaupt dieses OPC fressen müssen. Entschuldigung, ich muss es einfach mal so sagen, das ist jetzt eine schlimme Ausdrucksweise, aber wollen wir nicht mal lieber darüber aufklären, dass es völlig überflüssig ist, wenn wir einfach mal aufhören würden, unsere Nahrungsmittel in Lebensmittel umzulaborisieren? Ja, absolut recht.
Und da muss halt der Mensch, das ist halt für viele auch einfacher, so ein Döschen zu haben und es einzuwerfen, als mal zu schauen, wo wachsen bei mir überhaupt die Trauben. Finde ich noch, weil ich habe Wildwuchstrauben gefunden bei mir in der Gegend. Da gibt es eine waldähnliche Region. Und da hat einer irgendwann mal vor Zeiten irgendeine Weinrebe angelegt. Ich habe diese Trauben gegessen und sie haben geschmeckt wie eine Tropenfrucht. So aromatisch. Ich habe jedem auch mitgebracht, habe gesagt, diese Trauben musst du probieren. Und jeder hat gesagt, David, das kann ich nicht glauben. Das kann ich nicht glauben. Und das ist wieder, wie du schon sagst, das ist das Paradox an der Szene. Einerseits wollen wir gesund sein, andererseits sagen wir, rausgehen, eine Stunde spazieren gehen im Wald, oh, nicht jeden Tag. Ja, zwei, dreimal die Woche. Aber wie du es und ich es machen, dass wir wirklich jeden Tag uns aus der Natur ernähren, dahin sollte es wieder gehen. Ich habe jetzt auch auf meiner Wiese, also schon im letzten Jahr, also so Wildwaldbeeren gesät. Das ist ja cool, weil die verschwinden ja in der Wiese. Die siehst du ja eigentlich gar nicht. Ne? So beschwert sich mein Vermieter nicht. Stimmt. Und ich kann die dann einfach, wenn er nicht gerade mit dem Rasenmäher drüber geht. Letztens, ich habe Rotz ins Wasser geheult. Ich weiß, das war so traurig. Ich habe David eine Sprachnachricht geschickt. Die haben bei mir wirklich, ich habe so ein 10 Quadratmeter Grundstück, habe ich schon mal erzählt, vor meiner Haustür. Und es gehört eigentlich schon zu meiner Wohnung, aber ich habe es nicht im Mietvertrag drin. Mhm. Und ich habe ein Schloss dran, was ich aber nicht mehr zugekriegt habe, weil es gerostet hat durch den Regen. Mhm. Und auf einmal höre ich früh bloß den Rasenmäher und habe mir wirklich nur noch so die Hose hochgezogen, bin rausgerannt und dann haben die mir wirklich meine gesamte Wiese. Also von den Brombeeren, Himbeeren, die haben alle, also ich habe sogar extra noch Tulpen und Frühjahrsblumen das hingemacht, damit es eben nie so wild aussieht. Ja. Und dann drei Männer standen dort. Ich hab dort über die Straße gebrüllt. Ich habe die angeschrien, ich bin wirklich so ausgepflückt. Und die standen dann alle drei so da so. Aber das wächst doch wieder nach. Mein ganzen Bärlauch, die haben alles weggemäht. Oh yeah. Ja, na gut, jetzt ist es halt so. Es wächst ja wieder nach. Es wächst ja wieder nach. Naja, meine Frühjahrsblumen wachsen nicht mehr nach und mein Bärlauch auch nicht. Den habe ich nämlich erst dieses Jahr angesiedelt. Ja, das heißt öfter noch in schoner Grund. Ja, ja, sowieso. Super. Machen wir mal weiter. Pfirsiche, 77,4%. Ja, also Pfirsiche, das sieht man leider auch schon. Und ganz ernst, wenn ich die schon im Mund nehme, habe ich schon beim Reiben meist ein schlechtes Gefühl. Und manchmal kribbelt es und viele glauben, das sei eine allergische Reaktion, aber es sind die Pestizide. Das ist nicht der böse Pfirsich, sondern das Kribbeln und auf der Zunge, dass es brennt, das sind die Giftstoffe. Echt? Ja. Krass, ich liebe Pfirsiche. Ich auch. Also Pfirsiche ist geil. Ja, eigentlich eine meiner Lieblingsfrüchte. Also noch geiler als eine Nektarin. Köstlich. Aber bitte hier in Deutschland mit Vorsicht genießen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, im Ausland, wenn sie am Baum hängen, gerne. Also mir ist auch dieses Jahr aufgefallen, ich habe jetzt welche geholt, die sind auch drin alle schlecht. Ja, stimmt, die sind sehr, sehr schwach. Das ist krass. Ja. Also es ist mir also so schlimm wie dieses, ich kaufe mittlerweile keine mehr, weil ich weiß, ich kann... Kannst vergessen. Kann ich alle in die Tonne hauen. Ja, du baust einmal rein, die sind um den Kern schon faulig. Ja, genau. Das ist total krass. Das habe ich noch nie so krass erlebt. Mhm. Also deswegen kaufe ich sie auch gar nicht mehr. Ja, und da wieder das Gleiche. Die Leute bestellen sich Aprikosenkerne, weil da B17 Lethril drin ist, was enorme Krebswirkung hat. Anstatt da einfach mal diesen Aprikosenkern aufzubeißen, mache ich manchmal, esse den Kern, der da drin ist. So haben früher die Völker sich geheilt. Ja, und das wäre genau das Gleiche wie mit den Kernen von dem OPC, von den Trauben mit dem OPC. Ja. Erdbeeren, mittlerweile auch krass sogar in den Medien vorgewarnt, weil es gab einen Ökotest, war mal April, Mai 2018. Da waren nur 3 der 30 Proben komplett frei von Pestiziden. 3 von 30. Wahnsinn. In den anderen 27 Proben ließen sich bis zu 6 verschiedene Pestizide nachweisen. Und das Interessante ist auch, dass Pupyrimat in Deutschland, das ist das, was ich meine, verboten ist, in Spanien aber erlaubt. Ganz genau. Obwohl beide Länder sich in der EU befinden. Und das ist das, was ich meinte. Wozu eine EU, wenn jeder machen darf, was er will? Eben. Und es ist ein hochgradig krebserregender Stoff. Ja. Und der sollte eigentlich überall verboten sein. Tja, so viel zum Thema Obst und Gemüse aus Spanien. Genau. Da bringen wir euch dann auch noch, wie gesagt, einen Einspieler. Mhm. Werden wir dann noch mal einiges dazu sagen. Ja, hast du noch was zu Erdbeeren zu ergänzen? Ich glaube, wir haben alles gesagt. Grundsätzlich meiden, wenn man sie im eigenen Garten hat oder wie du es machst, hervorragend. Ansonsten tiefgekühlte ein paar Beeren aus Wildwuchs bestellen. Es gibt ja auch viele, viele Selbstpflücker, Wiesen. Mundraub.de gibt es die Seite noch. Da war ich viel öfter. Genau. Ich finde die immer so schlecht. Ja. Also immer, wenn ich da gucke und da hinfahre, dann ist da nichts. Ja? Oh. Ah, schade. Ich wurde aber auch bei Bärlauch geguckt. Da bin ich zu einer Schule gefahren, da war dann Baustelle. Da bin ich zum zweiten Standort gefahren. Ja, da war viel Bärlauch, aber da war hinterm Zaun. Also da war abgesperrt, das war Privatgelände, wo ich mir auch dachte, toll. Naja, irgendwie so ein Glück habe ich immer so ein... Okay.
Naja, ich kenne meine Wiesen und meine Orte mittlerweile, weil ich mich in der Umgebung einfach gut auskenne. Ja, aber gerade die Bärlauchorte gibt dir niemand preis. Ja. Aber wir haben genug. Bei uns in Frankfurt wächst der. Ja, schau mal nach Frankfurt, Bärlauch. Komm mal vorbei, komm mal vorbei. Hättest du mal welche mitbringen können. Ja, aber wir haben ja hier auch welchen jetzt gehabt, oder? Nee, na, im Garten meiner Mama. Ah, und eigentlich meiner, der ja jetzt mit dem Rasenmäher niedergetrampelt worden ist. Ja. Das war's. Nächstes Mal bringe ich was mit. Genau, ja, so viel zum Thema. Ja, aber es gibt tatsächlich so Felder, wo man selber pflücken kann. Das meinte ich damit, von Bauern, wo man dann eben Kilopreis bezahlt. Mhm. Aber da natürlich auch genau informieren, was der Bauer da sprüht oder nicht sprüht. Aber ich glaube, da ist man noch auf der sichersten Seite. Ja. So würde ich halt sagen. Genau, dann haben wir ganz groß mit dabei Mandarinen. Ja, Mandarinen, wer es gemerkt hat, die haben auch immer mehr an Geschmack verloren. Die schmecken immer wässriger. Eklig, ja. Und so trocken. So trocken und wässrig. Und nee, nicht wässrig, trocken. Ich habe Sticke daran. Ja. Also, aber wässrig wäre ja schön. Auch die Schale, früher hat man die aufgemacht, da hat die ganze Wohnung geduftet. Jetzt machst du sie auf und die ist so luftig schon. Wollte ich schon sagen, die geht schon, man kann die ja so mit einem Mal schon abmachen. Genau, und das ist alles so gewollt, damit es schnell, einfach und praktikabel ist für den Kunden. Früher musste man immer so poolen ewig. Genau. Und das war auch nervig, aber die haben dafür geschmeckt. Und die sind alle genmanipuliert. Auch oftmals sind die Kerne schon stark reduziert, da wird die Fruchtbarkeit wieder der Pflanze genommen. Was glaubt ihr, liebe Zuschauer, was passiert, wenn den Pflanzen die Fruchtbarkeit genommen wird? Das heißt, dass auch uns natürlich die Fruchtbarkeit abhanden gehen könnte. Ja, Mandarinen auch mittlerweile, ne, 73,9%. Ja. Ach, es war eigentlich immer noch so meine Frucht im Winter, muss ich sagen. Ja, ich habe sie auch im Winter am meisten verzehrt. Meine Mama, die hat immer gleich so ganze Kartons geholt. Ja, richtig. Ja. Kann man ja noch von Tropenkosthändlern machen oder speziell ausgewählten Bauern, dann ist es immer noch möglich. Okay. Auch sehr traurig, Kirschen. Oh ja. 72,8%. Oh ja. Beziehungsweise habe ich sogar noch eine Angabe mit etwa 89%. Mhm. Wäre sogar noch am schlimmsten, also noch schlimmer als die Himbeeren. Hat das BVL untersucht. Aha. Enthalten bis zu 15 verschiedene Pestizidenrückstände. Das ist schon krass. Das ist schon heftig. Also damit ist in Kirschen eigentlich das am meisten belastete Pestizid von Obst. Ah. Und das in Deutschland. Wahnsinn. Und natürlich auch Europa, klar. Ich dachte die Beere, aber die tatsächlich... Nee, die Beere hat ja 82,9. Wahnsinn, okay. Die Kirsche 89%. Wow. Gut, man lernt hier auch immer was dazu. Interessant, interessant, interessant. Ja, also optisch muss ich ganz klar sagen, man sieht es. Die sind auch sehr empfindlich. Kirschen kann man ja eigentlich gar nicht schlagen. Die sind auch mittlerweile komplett weiß drin, ne? Genau. Ja, dann wäre man schon... Ja. Aber da auch wieder, in Deutschland gibt es genug Kirschbäume. Ja, und man sollte sich einfach mal wieder ein bisschen umschauen. Und dann hat man eine Hülle und Fülle von diesen Kirschen und weiß gar nicht, wohin damit. Ja, und dann wirklich in Wasser einlegen, im warmen Wasser, und dann kommen auch die Maden raus. Genau. Das ist immer ein bisschen eine eklige Angelegenheit, ja. Ich pull die raus und manche friere ich dann auch ein für meinen Smoothie. Ich mache die erstmal die ganzen Kerne raus, friere sie ein und dann kann ich die wunderbar wieder verwenden. Naja, das Problem ist halt wirklich, dass die meisten Kirschbäume einfach voll mit Maden sind. Ja, aber ich sag mal, die Natur darf auch mitessen und das ist ein Zeichen für Gesundheit. Weil die Maden, die finden auch nicht mehr so gutes Essen. Und dann holen sie uns ein paar Kirschen und teile ich mir mit den Maden die Kirschen. Sag, manche können die Maden haben, manche ich. Dieses Ego-Denken von Menschen, ich will den ganzen Baum für mich haben, gefällt mir gar nicht. Nö, das nicht. Aber ich will die Maden jetzt auch ungern mitessen. Nee. Ich mache die jede Kirsche auf, bevor ich sie esse. Na, ich lege sie in Wasser ein. Geht auch. Dann kommen die schon raus. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich auch nie nett, aber... Naja, ich will sie nie essen. Nein, ich möchte nicht. Musst du nicht. Dann mit dabei, leider Gottes, auch Äpfel. Oh ja. Die mittlerweile extrem veredelt und eben auch gekreuzt werden. Genau. Veredelt heißt im Prinzip, man nimmt einen Wildstamm, sägt da die Äste ab. Richtig. Nimmt dann die veredelt gezüchteten Äste, klebt die quasi an den Ast dran, wo man vorher das Original abgesägt hat. Und dann hat man einen veredelten Apfelbaum. Genau, veredelt wird das genannt, merkst du? Edel, frisch, ja. Premium. Das erinnert mich so ein bisschen, also es hat zwar damit nichts zu tun, aber das erinnert mich so an die kaiserliche Geburt. Genau. Kennst du die kaiserliche Nein. Geburt? Ein Kaiserschnitt. Ach so. Ja, wird den Frauen jetzt aber so verkauft in Berlin, in der Charité, als kaiserliche Geburt. Wir bieten ihnen eine kaiserliche Geburt. Oh, schön. Also Kaiserschnitt nach Termin. Ganz genau. Das ist der Arzt natürlich auch lieber, weil es nach dem Termin dann völlig ist. Krank. Ja. Gut, ja, nee, auf jeden Fall die Äpfel tatsächlich. Dann haben sie, das Problem ist in Deutschland, wir kriegen die Äpfel aus Südafrika, aus Südamerika. Wir kriegen sie aus Chile, wir kriegen sie aus Australien, obwohl wir das apfelreichste Land der Welt waren. Dann haben wir das Problem.
Problem, dass die Äpfel meistens 1 bis 2 Jahre gelagert werden und eingewachst werden oder künstlichen, sage ich mal, sie stoßen eigentlich so Reifegase aus und die werden künstlich unterdrückt und die werden in einer Atmosphäre gehalten, dass sie möglichst lange haltbar sind. Der Geschmack bleibt auf der Strecke, die Nährstoffe bleiben auf der Strecke, weil wenn der Apfel erstmal von der Nährstoffversorgung abgeschnitten ist, kommen keine weiteren Mineralien und Spurenelemente dazu, sondern es beginnt ein Verrottungsprozess, der nur aufgehalten werden kann mit Chemie. Und da die Natur da eigentlich andere Prozesse hat, um diese Sachen, sage ich mal, möglichst frisch zu halten, nämlich wie zum Beispiel jetzt, wenn wir Fermentation sehen, eine natürliche Fermentation, oder wenn wir sagen, es gibt andere Konservierungsmethoden wie Einlegen oder so, wie unsere Vorväter es gemacht haben, dann würde man den Apfel noch speisen und vollreif ernten können. Aber so wie wir das machen, bleibt von dem Apfel wirklich nur noch eine Tragödie übrig. Das ist echt schade, ne? So der Boskorb-Apfel und so, das ist... Aber den finden wir noch vor der Haustür. Also ich habe immer noch regelmäßig solche Äpfel da und die liebe ich auch. Mhm. Also die Äpfel sind nicht umsonst eine heilige Frucht. Und man sagt ja früher, an Apple a day keeps the doctor away. Und mit den alten Äpfeln können wir das tatsächlich wieder aufleben lassen. Ja, also wieder Äpfel sammeln gehen. Genau, alte Äpfel sammeln. So, dann kommen die Mandarinen. Hat man schon Kirschen, hat man Aprikosen. Aprikosen, ja. Da haben wir es mit den bitteren Aprikosenkernen. Ja, die könnte man wunderbar nehmen. Und die Aprikosen heute, grenzwertig. Da gibt es ja auch die getrockneten Aprikosen, die dann auch tatsächlich nochmal behandelt werden und geschwefelt und verschiedene, manchmal auch mit Zucker oder sonstigen Sachen, konserviert werden. Da gilt es besonders darauf zu achten. Was heißt eigentlich geschwefelt? Geschwefelt heißt, dass sie mit Schwefel behandelt werden, damit sie quasi länger haltbar sind. Und dieser Schwefel ist aber für den Körper ein Giftstoff und der starke Kopfschmerzen verursacht, unter anderem. Das ist nämlich schwierig, generell getrocknetes Obst ungeschwefelt zu kriegen. Ne? Und da steht ja aber sogar auf der Verpackung drauf, wenn es ungeschwefelt ist. Ja, da siehst du mal. Und es ist ganz schwer, die zu kriegen. Ja, es ist wirklich sehr schwer. Und da haben wir uns zum Glück im Supermarkt fast gar nicht. Durch den Dschungel gekämpft. Hier drunter werden wir auch einige Sachen verlinken können, wo wir Trockenobst haben. Das ist sehr, sehr gute Qualität. Ja, ihr habt ja Datteln, Aprikosen. Richtig. Gucci-Bären. Maulbeeren. Köstlich. Ja, so eine Sachen könnten wir auf alle Fälle mit verlinken. Ja. Dann haben wir noch die Birnen, 66,6%, ist wahrscheinlich ähnlich wie der Apfel. Ja. Birne ja auch, also leider, früher gab es die Birnen tatsächlich frisch vom Baum, aber die sind ja noch empfindlicher als die Äpfel. Hm. Und deswegen eine Birne irgendwie aufbewahren zu wollen, das kann man eigentlich glatt vergessen, weil wenn die vollreif ist, dann ist sie so reif, dass du sie in der Hand hast. Die wird schnell matschig. Ach, ich liebe Birnen. Ich auch. Birnen esse ich gern, eigentlich noch, wenn sie so ein bisschen fester sind. Ja, eigentlich schon. Wenn sie so matschig sind, dann nehmen sie dann eher für einen Smoothie oder so. Stimmt. Oder für einen Nachtisch so. Aber haben sehr gute, ist eine sehr gute Quelle, um was zu süßen. Ja? Birnensaft oder Birnensmoothie oder Birnenleder, Fruchtleder aus Birnen ist perfekt. Es klebt schön, hat eine gute Konsistenz, aber halt aus dem Supermarkt auch wieder sehr, sehr gefährlich. Und wenn ich die Birnen da schon sehe, dann noch in diesen Plastikdingern, die sind meistens schon so eng aneinander und so verdätscht, da ist es auch nicht mehr so appetitlich. Hm. Ja, schade. Birnen esse ich tatsächlich auch sehr gerne. Kommen wir zu deinem Lieblingsaufreger. Ja. Bananen. Bananen. Oh, Bananen, ganz schlimm. Bananen wachsen schon in Beuteln mit Pestiziden drin, damit keine sonstigen Tiere mal wieder an die Bananen rangehen. Wachsen sie in so riesigen Plastikbeuteln. Mhm. Die Plantagen, Mafia-Strukturen, wissen wir alles. Ja, ganz, ganz schlimm. Ich hab da gearbeitet. Du hast da gearbeitet, seitdem isst du keine mehr, weil du gemerkt hast, da ist wirklich mafiöse Strukturen. Dann haben wir ganz viele Pestizide, wir haben ganz schlechte Arbeitsbedingungen, wir haben ein Riesenproblem mit den Hybridsorten. Das heißt, da sind keine Kerne mehr drin. Hast du mal Bananenkernen gesehen? Gibt es gar nicht mehr. Und wir haben das Problem, dass diese Bananen in einer Region wachsen, wo ganz viel Trockenheit herrscht. Und es wird immer gesagt, die Avocado sei die böse, die Wasser zieht. Aber die Banane zieht noch mehr Wasser. Und die Banane ist allgegenwärtig, wird überall verbraucht. Und Banane, toll, und hier Banane. Dabei ist die Banane wirklich heutzutage eines der schlechtesten Obstsorten. Und gleichzeitig das beliebteste Obst in Deutschland, weil sie sich noch sehr gut mit Pestiziden behandeln lässt. Die Schale wurde optimiert, wurde dicker gemacht, noch mehr Pestizide eingearbeitet. Der Fruchtkörper ist noch ganz klein und harmlos, hat sehr viel Stärke und gefällt den Leuten, ist praktisch, kann man gut mitnehmen etc. Aber die Banane wächst in einer Region, wo ganz andere Lichtverhältnisse wachsen und diese Lichtverhältnisse herrschen. Und diese Lichtverhältnisse signalisieren unserem Körper über die sogenannte Chronobiologie, weil der Körper liest das Licht in dem Essen, um darauf sein Immunsystem einzustellen, in was für einer Umgebung er sich befindet. Liest er jetzt, aha, wow, es ist gerade Sommer, es ist warm, die Sonne scheint, dann stellt er das Immunsystem um und man fängt an zu frieren, weil der Körper ja denkt, es sei Sommer. Und auch ganz viele andere Immunreaktionen werden ausgelöst und deswegen triggert die Banane schon mal einen ganz schlechten Immunträger.
Dann ist die Banane ja unreif gewachsen. Das heißt, ihr fehlen ganz bestimmte Mineralien, die wir brauchen, um sie zu verstoffwechseln. Das heißt, wenn wir etwas verdauen, hast du schon richtig erklärt vorhin, müssen wir Mineralien und Vitamine verwenden, um das zu verdauen. Und normalerweise bringt das die Frucht mit. Das heißt, die hat ein bisschen Kalium drin, die hat dann Tryptophan drin, die hat Magnesium drin. Wenn du Banane mal eingibst und sagst, Vitamine, Nährstoffe, steht da Tryptophan, Magnesium und eben Kalium. Aber da ist nichts mehr drin. Nee, das geht ja auch gar nicht. Also ich habe in Tully gearbeitet, das ist bei Cairns, also Nordaustralien. Ja. Das ist so die wärmste Gegend. Ja, Nordaustralien ist sehr, sehr heiß, der Süden nicht ganz so, da ist auch mehr Niederschlag im Süden. Und die sind ja in schwarzen Tüten, wie du schon gesagt hast, damit eben da die ganzen Spinnen und Schlangen und sowas da auch nicht rangehen, wobei die auch reingehen. Ja. Deswegen ist das auch der gefährlichste Job, ist diese Tüten abzumachen. Ah. Die werden auch mit Tüte geerntet, kommen dann ins Lager und im Lager werden die aufgehangen und dann wird quasi mit einem Stab werden die Tüten abgemacht, weil dann immer die Schlangen und so mit rausfallen. Das ist so schlimm. Und im Grunde genommen hat die Banane selber noch nie Sonnenlicht gesehen, weil sie ja von Anfang an schon in dieser schwarzen Tüte ist, ja, richtig. Wird grün geerntet. Ja. Also die können ja überhaupt gar kein Magnesium. Ganz oder genau. Es geht ja gar nicht, weil die, hat ja nie, die Frucht hat nie Sonne gesehen. Ja. Ja, der richtig. Baum ja, aber die Frucht nicht. Ganz genau. Und deswegen ist sie so sehr beliebt. Und das heißt, die Banane führt zu Übersäuerung. Denn was heißt Übersäuerung? Ein Lebensmittel, bei dem während der Verstoffwechslung mehr Vitamine oder vor allem Mineralien, es gibt ja basische Mineralien, Kalzium, Magnesium etc., entzogen werden, die wirkt sauer. Das heißt, wenn ich eine Banane habe, die bei der Verstoffwechslung mir mehr Magnesium, Kalzium entzieht, als sie mir gibt, nennt man das eine saure Verstoffwechslung. Und das heißt, die Banane übersäuert, die Banane hat viel zu viel Zucker, weil die auf Fructose gezüchtet, macht die Zähne kaputt, die Banane macht die Nerven kaputt, weil die zur Entzündung führt und die Banane führt dazu, dass mir kalt ist und ich fange an zu frieren. Und die Banane führt dazu, dass ich unnötigen Zucker habe und die Bauchspeicheldrüse überlastet wird und die prädiabetische Zustände erreiche. Sie macht Fett und sie ist voller Stärke, die wir nicht abbauen können, weil uns auch die Enzyme fehlen. Also ganz gefährliches Produkt, die Banane, würde ich absolut abraten. Schade, eigentlich mag ich Banane. Ich habe sie auch mal gemocht. Vor allem jetzt, wo wir die noch so eingelegt und fermentiert haben. Du, wenn du dir vom Tropenkosthändler wieder eine bestellst aus Permakultur, wie wir drunter verlinken können, dann ist die Banane auch noch okay. Die anderen Faktoren mit dem Licht, die stimmen leider. Und die Anbaumethoden, wenn sie Permakultur sind, ist alles viel besser. Aber es ist immer noch nicht die perfekte Frucht für unseren deutschen, europäischen Raum hier. Und wir haben ja trotzdem. Ja, aber letzten Endes können wir doch auch Bananen eigentlich bei uns, ich sage jetzt mal nicht im großen Stil anbauen, aber mal so einen Bananenbaum im Garten, den man dann über den Winter in die Garage... Das kann man machen. Das gibt tatsächlich jetzt... Ja, das ist den Klima. Aber es sind meistens auch wieder gezüchtete Pflanzen, die extra für den europäischen Raum dann... Finden wir mal eine Urbanane mit echten Kernen drin. Da gibt es noch Bilder, vielleicht können wir die einfügen. Die sind schwarz, die Bananen. Ja. Die sind erstmal gar nicht gelb, die sind schwarz. Genau, und die haben so Kerne drin. Richtig. Die sind voll mega krass süß. Ja. Also die sind so süß, die kannst du eigentlich fast gar nicht essen. Und dann ist das Ding, Bananen wachsen normalerweise, nicht in Deutschland, aber in Australien, wie Unkraut. Mhm. Die haben auch ganz viele Tochterbäume. Also du hast halt Mutterstamm und daneben sind halt so ganz, ganz genau. viele. Also die vermehren sich wie... Und das ist ein Riesenproblem für die. Also das Problem auf dem Feld ist eigentlich... Dass die sich so krass schnell vermehren. Weil dadurch geht die Energie nicht mehr in den Hauptbaum, weil die sind ja alle miteinander vernetzt, sondern dann eben in die, ich sag jetzt mal Tochterbäume, keine Ahnung, wie man das nennt. Und das bringt aber auch nichts, die wegzuschneiden, weil damit macht es eigentlich nur noch schlimmer. Mm. Und deswegen werden da direkt in diese kleinen Absetzer, Ableger, glaube ich, nennt sich das, wird direkt Gift reingesprüht. Danke. Ich bilde mir ein, wir haben damals Diesel reingesprüht. Oh, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber auf alle Fälle wird der Zeug direkt mit so einer riesigen Spritze, das ist auch so eine Maschine, ne, das hat meine Freundin hat das gemacht, die kam dann mit ihrem Traktor an und dann wurde das direkt da reingespritzt. Aber man muss ja überlegen, die sind ja mit der Wurzel alle miteinander verbunden. Ne? Das geht ja dann in den gesamten Baum halt auch rein. Und jetzt überlegt man, das passiert nämlich in Ländern, wo die Leute kein Gesundheits- und Umweltbewusstsein haben. Die wissen nicht, dass sie da hochgiftige Pestizide gleichzeitig am anderen Ende ihre Kinder vergiftet, weil die das Trinkwasser trinken, was da drüben aus dem Brunnen kommt. Naja, Tully ist auch so ein Dorf, da leben, also da sind mehr Backpacker, die auf Plantagen arbeiten, als Einwohner. Glaube ich. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Tully hat irgendwie 1000 Einwohner oder so. Wahnsinn. Ich weiß es nicht, wir müssen mal gucken. Aber auf alle Fälle leben da nicht viele Menschen. Da gehen wirklich die ganzen Backpacker hin, wie wir damals, um da eben zu arbeiten. Gibt es auch Wassermelonenfarm, habe ich gearbeitet auf der Litchi-Plantage, kann da mal ein paar Fotos einblenden, vielleicht finde ich noch was. Da war ich 20, 21. Das ist halt einfach nur so ein Viertel zum Arbeiten und das war zumindest damals, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, war das die größte Bananenplantage der Welt. Wow. Das hat zwei Brüdern gehört,
Multimillionäre, haben das ganze Welt verschifft. Ja. Aber ich habe mal gelesen, vor ein paar Jahren gab es da mal, hatten die irgendwie auch einen Pilz oder einen Befall und da hat es ganz viele Plantagen zerstört. Also es waren mehrere. Ja. Deswegen weiß ich nicht, ob es jetzt immer noch die größte ist, weil ich weiß, dass die damals einen riesigen Verlust hatten. Da wurden viele Plantagen komplett zerstört. Wahnsinn. Die mussten da alles roden, irgendwie durch so einen Pilz. Und das passiert halt eben durch die Pestizide. Ganz, ne? Genau. Weil einer dann resistent ist und der überfällt dann alle. Da kannst du nichts mehr machen. Die Pestizide bringen nichts mehr. Es gibt dann auch resistente Keime und sonstige Sachen, die dann doch sich anpassen. Die Natur gewinnt zum Schluss immer. Genau. Und da kommen wir mal zum Thema Gemüse. Wir haben ja noch ein paar Gemüsesorten. Ach, ich will noch sagen, welche Obstsorten gut sind. Ja. Denn im Gegensatz zu den dreckigen Dutzend steht Clean Food im Vergleich dazu eben Produkte zu testen mit wenig Pestiziden und Schadstoffen. Und dazu zählen unter anderem, tatatata, Avocado. Meine Lieblingsfrucht. Krass, oder? Ja. Hätte ich nicht gedacht. Ananas, bin ich total überrascht. Ja, und jetzt fragst du mal, wieso die Avocado so schlecht geredet wird. Ja? Ja. Aubergine, Spargel oder Blumenkohl. Bei Blumenkohl wundere ich mich ein bisschen, weil das ist eigentlich auch so eine Hybridsorte mittlerweile Voll, ist, glaube ich, wie Brokkoli und so. Auch die EWG hat mal geschaut nach den 15 saubersten Obstsorten. Da war mit dabei Zwiebel, auch die Ananas wieder, Avocado, was mich sehr wundert, Zuckermais. Hat mich auch gewundert. Hat mich mega gewundert eigentlich, ja, weil ich glaube, das ist mittlerweile auch so eine Hybridsorte. Ja. Weißkraut, Erbsen, Spargel, Mango, fand ich auch voll überraschend. Hier kommt sogar nochmal Zuckermais, haben sie gleich zweimal reingeschrieben. Ganz so gut. Dann ebenfalls genauso wie Clean 15 Aubergine. Kiwis sind auch mit dabei. Aha. Wundert mich eigentlich auch. Das ist auch genauso spannend. Wie Wassermelonen, die ja auch aus Australien kommen. Wassermelonen habe ich auch geerntet. Das ist voll anstrengend, ey. Riesendinger. Ich glaube, da war ich eine Woche, dann hatte ich die Schnauze voll. Ich habe sie direkt nach einem Tag auf den Traktor gesetzt, weil ich auf dem Feld einfach nicht klar gekommen bin. Das ist halt auch anstrengend, ja. Ja, vor allen Dingen bei 40, 50 Eben. Grad, ne? Und dann ich da mit meinen 50 Kilo damals, also dann ich diese Wassermelone. Pilze. Aha. Und Süßkartoffeln. Gut. Ja, alles Sachen, die wir auch empfehlen, die die Gäste gerne probieren können. Vegan. Vieles kriegst du auch hier in Deutschland. Ja. Und in Europa. Zwiebeln finde ich voll cool, weil ich bin mega Zwiebelfan. Ich auch. Genau, kommen wir zu so ein paar bösen Gemüsesorten. Ich habe schon gesagt, also ich glaube eigentlich Blumenkohl oder überhaupt so Kohlsorten wie auch mein geliebter Brokkoli sind tatsächlich alles so, glaube ich, Hybridsorten. Ne? Ja, die sind schon Hybridsorten. Die sind so schon gezüchtet, dass sie gar nicht mehr so viele Pestizide brauchen. So leid es mir tut. Ja, man muss es immer relativ sehen. Es ist relativ gut. Ich esse trotzdem Brokkoli. Ich gönne es dir, gönn's dir. Ich esse es ja auch. Mein Lieblingsthema Tomaten. Oh ja. Tomaten, da vergessen viele, wie viel Prozent werden unreif geerntet? 96%? Ja, also man muss dazu sagen, 95% kommen aus dem Ausland. Und die werden logischerweise auch unreif geerntet, Eben. Weil wie sollen sie anders herkommen? Richtig. 95%, das hat mich echt geschockt. Und dann sind sie noch grün und dabei enthalten sie einen Stoff namens Tomatin. Und der ähnelt den Solanin und das sind Nervengifte, die uns Menschen gar nicht tun, die wir von Nachtschattengewächsen kennen. Und je höher diese Konzentration, desto gefährlicher ist es. Und tatsächlich ist es auch so, dass viele Menschen, die solches Tomatin dann essen in unreifen Tomaten, die dann tatsächlich auch Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall bekommen und das nicht damit in Zusammenhang bringen, dass sie eine rote Tomate gegessen haben, weil sie scheint ja rot, aber sie wurde unreif geerntet. Und das sind halt wirklich Sachen, auf die wir die Zuschauer auf jeden Fall hinweisen sollten. Achtet drauf mit Tomaten, ich kaufe sie so ungern wie möglich. Du hast mich vorhin losgeschickt. Ich soll Tomaten und Gurken kaufen. Ich stand da im Bioladen und habe gedacht, Ich liebe so Tomaten-Zwiebelsalat mit Avocado. Ja, machen wir jetzt auch, Schatz. Aber Tomaten kannst du ja auch wirklich easy-deasy selber anbauen. Ja, ich bitte dich. Wir haben ja bald hoffentlich mal unseren Queenie Garten. Genau. Und Tomaten habe ich tatsächlich auch dieses Jahr angezüchtet. Ja, ach, irgendwie kriegt man schon so eine Pflanze. Und ich finde, Tomaten haben ja auch echt viele Früchte. Da kommt man meistens dann gar nicht hinterher. Ja, du sagst es. Wenn du so ein kleines Pflänzchen hast, dann reicht es, wenn du jeden Tag deinen Salat machst. Da kommen immer zwei, drei Tomaten raus. Ja, also das würde ich tatsächlich jetzt mal machen. Ja. Wir haben ein Video für euch. Das habe ich gefunden. Das geht so 5,5 Minuten. Da geht es um Südspanien. Genauer gesagt um Almeria. Und da werden tagtäglich 400 bis 500.000 Kilo Gramm Gemüse pro Tag geerntet. Wahnsinn. Und in die ganze Welt verschifft. Und ich möchte einfach mal, ja, schaut es euch einfach an. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Clip ab.
Kilo spanischen Billiggemüse aus dem Nettoladen fahren wir zu Friedrich Wilhelm Gräfe zu Baringdorf, dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Greifen Sie zu. Er war fast 25 Jahre für die Grünen im EU-Parlament. An der Gemüsequalität aus dem Discounter hat er nichts auszusetzen. Man sieht nur das äußere Bild. Darauf sind zum Teil auch diese Früchte gezüchtet, dass sie gut aussehen, dass sie ein gutes Bild machen, auch in der Darstellung, auch sicherlich in der Sortierung, kann man nichts gegen sagen. Aber die Prozessqualität, nehmen wir mal an, die Endqualität ist gut. Die Prozessqualität, wie sind sie erzeugt worden? Was steckt an Schweinerei alles drin, um es mal etwas drastisch zu sagen? Das sieht man nicht. Von Saarbrücken aus fliegen wir nach Spanien. Dort, wo auch das Gemüse für die deutschen Discounter herkommt. Von oben allerdings sieht man gar keine Pflanzen, nur ein Meer aus Plastik. Wir sind in Südspanien, in Almeria. Die Gegend ist wohl der hässlichste Teil Andalusiens. Vor 20 Jahren war hier nichts, auf dem schmalen Streifen zwischen den Bergen und dem Meer. Nur Kleinbauern lebten hier. Dann entdeckte man den europäischen Markt. Heute sind 40.000 Hektar mit Plastikplanen bedeckt. Das sind umgerechnet fast 80.000 Fußballplätze. Selbst im Winter sinkt das Thermometer kaum unter 20 Grad. Da braucht man keine Heizung, um Gemüse wachsen zu lassen. Wir fahren dorthin, wo die Ware geerntet wird. Ans Ende der Produktionskette, zu den Pflückern. Die meisten Bauern beschäftigen Tagelöhner. Zwar existieren Regeln und sogar Mindestlöhne, aber wer kontrolliert das schon? In Kooperativen wie dieser wird die Ware versandfertig für Europa gemacht. Über 1000 Menschen arbeiten im Schichtbetrieb. 400.000 Kilo Gemüse werden hier sortiert, verpackt und abtransportiert, jeden Tag. Dabei ist dieser Betrieb nur einer von vielen in der Gegend um Almeria. Letztes Jahr haben sie sich vergrößert, erfahren wir, um dem Preisdruck der Einkäufer besser begegnen zu können. Doch weil alle das machen, verschlechtert sich die Situation. Das Angebot nimmt zu, der Druck auf die Preise auch. Und da finden wir auch den Namen des deutschen Discounters Netto. Von hier wird also auch geliefert. Große Abnehmer wie die deutschen Discounter ordern ihre Ware über Agenten oder direkt per Telefon. Sie bestellen zum Beispiel Gurken oder Paprika einer bestimmten Handelsklasse. Die sind überall gleich. Aber dann geht es um den Preis. Das Feilschen wird immer gnadenloser. Viele kleine Betriebe können mit ihren Erlösen gerade noch die Kosten decken. Verdienen kann man unterm Strich nichts. Nur auf bessere Zeiten hoffen. Die riesigen Monokulturen führen immer wieder zu Schädlingsplagen. Dreimal mehr Pestizide werden hier gespritzt als in holländischen Gewächshausanlagen. Doch die Schädlinge werden immer resistenter. Die Bauern reagieren mit noch mehr Pflanzenschutzmitteln. Ein Teufelskreislauf. Nach einer Studie der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sind Importgemüse deutlich stärker belastet als heimische Produkte. Tonnen Gemüse rollen jährlich aus Almeria nach Deutschland. 3000 Kilometer bis Berlin. Dafür werden die Tomaten grün geerntet, reifen beim Transport und in Lagerhallen, nicht durch die gute alte Sonne. Frühreif geerntetes Gemüse bestimmt unser Angebot. Über die Hälfte kommt nicht aus Deutschland. Bei Tomaten sind es sogar 95%. Für viele ist es einfach selbstverständlich, wenn jemand, die Mutter mit ihrem kleinen Kind zum Einkaufen geht und sieht das ganze Jahr über Erdbeeren im Kühlregal, das Kind denkt natürlich gar nicht darüber nach, warum sind wir auch im November da oder im Dezember. Meiner Meinung nach gehört auch Ernährungslehre in das Schulsystem hinein. Solange wir unser Verhalten nicht ändern, werden sich auch die Verhältnisse nicht ändern. Wir fragen noch einmal Gräfe zu Baringdorf zu seinem Resümee nach 25 Jahren Verbraucherpolitik im EU-Parlament. Also den Markt dafür verantwortlich machen ist falsch, sondern es sind die Akteure. Und zu diesen Akteuren gehören eben aber auch die Verbraucher und Verbraucherinnen, die kaufen und meinen, sie würden billig kaufen, wenn sie so eine auf die sozialen Verhältnisse bezogen Schund waren. Gutes Bild, gute Waren,
von der Qualität her, gemessen an dem, wie sie erzeugt worden sind, was man dahinter steckt. Wenn man die Bilder hätte bei diesen, die daneben stellen würde, die da unten sind, dann würde man sie nicht mehr anfassen. Ich hoffe, ihr habt es euch angeschaut. Es ist tatsächlich unglaublich schockierend, wenn man das sieht. Das ist ja wirklich nur noch eine reine Landschaft aus Plastik. Ja. Und das Krasse, was in dem Film jetzt gar nicht mal zum Ausdruck gekommen ist, das Krasse ist auch, dass Almería in Südspanien die Region mit dem geringsten Niederschlag ist. Richtig. Die geringsten. Ja. Also da regnet es wirklich fast gar nicht mehr. Genau. Die haben mittlerweile ein richtiges Grundwasserproblem. Ja. Und der Grundwasserspiegel sinkt jährlich um 10 Meter. Ernsthaft? 10 Meter. Das muss ich. Und das liegt aber nicht an dem geringen Niederschlag, das ist ja noch, sondern das liegt an der Bewässerung der Gemüsefelder. Genau. Und weil es eben da kein Wasser mehr gibt, haben die Bauern, was ja mittlerweile alles Industrie ist, illegale Brunnen angefangen genau, zu bauen. Mehrere Hunderte. Und mehrere Hunderte, ist witzig. Mittlerweile mehr als 500.000 illegale Brunnen. Ja, und das sind nicht so Brunnen, wie wir es uns vorstellen, wo man jetzt mit dem Eimer so rauszieht. Nee, sind, sondern da werden ja tausende Quadratmeter Feld bewässert. Ausgesaugt. Ja? Mehr als 500.000 illegale Brunnen. Das wird nicht mehr lange gut gehen, ihr Lieben. Also die Nahrungsmittelkette, die wird langsam das nicht mehr ertragen. Naja, pass auf, das ist nämlich der Punkt. Also es wird nicht mehr lange dauern, aber in ein paar Jahren ist Südspanien Wüstengebiet. Ja, ganz genau, Verwüstung. Spanien wird zur Wüste. Jetzt schon. Ja. Also es ist unglaublich, wie schnell dann sowas auch geht. Und du hast absolut recht, es ist unglaublich. Und wir haben es in dem Clip gerade gesehen, die haben mittlerweile ein riesen Heuschreckenproblem. Ja, die weil Plagen. Die komplett resignant gegen diese Pestizide sind. Richtig. Die haben Heuschreckenplagen, ja. Und da kann natürlich, da lebt auch mittlerweile niemand mehr. Du, wer da lebt, sind Sklavenarbeiter, die aus Afrika rüberkommen. Die kriegen meistens einen Hungerlohn oder gar keinen Lohn. Die werden da wirklich versklavt. Ja, das sind über 1000 Arbeiter mittlerweile dort. Richtig, die leben da in unter Zellen. Dem, wurde auch im Video gesagt, die unter dem, wie sagt man, Mindestlohn arbeiten. Ja, das wäre noch schön. Weil es nicht kontrolliert wird. Genau, es kontrolliert keiner. Die Industrie steht dahinter. Diese Menschen leiden. Und ich habe Leidensgeschichten von denen erlebt, die uns noch bis nach Deutschland gekommen sind. Was die da erzählen, was da passiert, das ist einfach wie im Film. Das ist einfach nur noch gemein. Und sowas unterstützen wir halt, wenn wir dieses Gemüse im Supermarkt holen. Und das sollte uns auch bewusst sein. Der Kassenzettel ist unser Stimmzettel und wir haben eine große Möglichkeit, da was dagegen zu tun. Und andererseits eine große Gefahr dadurch, wenn wir einfach bewusstlos konsumieren, dass wir solche Zustände unterstützen und zwar finanziell tragen. Ja, man muss tatsächlich einfach wirklich sagen, es wird nicht mehr lange dauern. Du hast es angedeutet, Südspanien wird zusammenbrechen. Ja. Absolut. Und dann haben wir hier ein Riesenproblem. Genau. Und das ist eigentlich genau das gleiche Problem, was wir jetzt auch mehr oder weniger künstlich natürlich auch mitgemacht, jetzt mit Öl haben, mit Russland. Wir sind abhängig von denen. Mhm. Also wir ja nicht. Viele dieser Menschen sind abhängig. Wir sagen den Leuten ganz klar, wie sie ganz einfach mit heimischen Sachen, Wildkräutern, Äpfeln und sonstigen Sachen überall sich zurechtfinden. Macht euch gar keine Sorgen, Zuschauer. Folgt einfach weiter diesem Kanal. Diana hält euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, weil sie wird das Drama durchstehen. Ja, es gibt immer Möglichkeiten. Ja. Wir bereiten uns auch mittlerweile gut vor. Wir sind vorbereitet. Auch mit dem Greeny Garten und so. Ja. Da muss man halt mal investieren. Ja, genau. ist halt scheiße, aber ist halt so. Also, und das ist sogar noch günstiger, wenn man es auf die lange Zeit rechnet. Ja, das stimmt. Es rechnet sich ja. Es rechnet sich. Das gleiche wie mit dem Wasserfilter. Es rechnet genau. sich. Es rechnet sich. Dein Lieblingsthema, dein Aufreger, Gemüseaufreger, Sellerie. Der sorgt immer für Furore und zwar wegen einem ganz bestimmten Stoff, der nennt sich Furocumarine. Und diese Furocumarine entsteht, wenn wir den Sellerie schneiden und wenn er im Supermarkt liegt. Das ist eigentlich ein sekundärer Pflanzenstoff, der sehr harmlos ist, aber der Sellerie hat ihn in so hohem Maße, dass er hochgradig toxisch wirkt. Und diese Furocumarine stark auf unsere Fruchtbarkeit wirken, auf unsere Nerven wirken und tatsächlich, ja, ihr werdet es kaum glauben, uns die Potenz nehmen. Und jetzt stell dir mal vor, der Sellerie, der so stark aussieht, den ein Anthony Williams so propagiert, langfristig sorgt er für Erbrechen, Übelkeit und sonstige Probleme, aber auch genetische Störungen. Und das ist wenig bekannt. Dazu müssen wir wieder die Natur verstehen. Wenn wir auf der Wiese sind, ein Grashalm wird abgeschnitten, entwickelt er sogenannte Fraßschutzstoffe oder Schutzgifte, die quasi verhindern, oder besser gesagt, er reagiert einfach drauf. Ja, stell dir vor, ich schneide den Arm ab, da hast du erstmal Stress im Körper. Und so ist beim Sellerie. Stress ist gut. Genau, Stresshormone. Und die Pflanze stößt auch solche Stresshormone aus. Und die sind diese Furocumarine. Sorry. Furocumarine. Und diese Furocumarine, die so für Furore sorgen, daher merke ich es mir, Furocumarine, die sind im Sellerie extrem hoch. Und der Sellerie ist gleichzeitig eine der pestizidbelastetsten Pflanzen. Das heißt, er ist ein Giftcocktail, weil den gibt es immer nur abgeschnitten. Oben oder unten. Hast du mal eine ganze Selleriepflanze im Supermarkt gesehen?
Ganz genau. Das heißt, wenn wir Sachen... Also auch oben weniger abgeschnitten, aber unten klar. Also oben kenne ich, da wächst die schon nochmal, aber unten nicht. Weißt du, was die Kühe machen, wenn sie auf den Weidegang erleben und Gras abrupfen? Dann gehen sie zu der Stelle, wo sie das Gras abgerupft haben, erstmal längere Zeit nicht hin, weil sie wissen, dass diese Pflanzen Giftstoffe bilden und sich erstmal schützen und regenerieren wollen. Mhm. Und erst wenn die Kuh gemerkt hat, okay, die Pflanze hat sich regeneriert, schnuppert sie und isst wieder. Und wir essen einfach so blind irgendwelche Sachen, die irgendwelche Medien empfehlen. Ich sage nur, wen channelt Anthony William? Weil seine ganze Lehre, habe ich in mehreren Videos schon erklärt, ist komplett falsch. Das Gegenteil ist sogar wahr. Ja, das sagen jetzt sogar immer mehr. Also du warst ja vorher immer so der Einzige, der das gesagt hat. Aber mittlerweile höre ich das auch von vielen anderen Ecken. Und ich höre auch immer häufiger von Heilpraktikern, die Leute haben, die jetzt kommen, die diese Kur von Anthony William gemacht haben und denen es richtig dreckig geht. Aha, und jetzt wissen wir auch wieso. Die sind vergiftet, die machen Heavy Metal Detox Smoothie, die essen keine Fette mehr, die nehmen keine ätherischen Öle, die nehmen keine Fermentationsprodukte. Also genau das, was wir gerade heute in der Welt brauchen, nehmen sie gerade nicht, weil irgendein Mensch aus Amerika, der auch nichts mit Europa oder Deutschland zu tun hat, ihnen irgendwas erzählt. Ich will nicht darauf eingehen, weil er ist zumindest vegan etc. Aber man sollte da vorsichtig sein. Hm. Zumal wir ja auch immer für zu viel Obst warnen durch den gezüchteten Fruchtzucker. Ganz genau. Also muss man ja wirklich sagen. Richtig. Gezüchtet. Ne? Also wenn es nicht gezüchtet wäre, dann könnt ihr so viel essen, wie ihr wollt. Also aber auch heute alles, mit den Pestiziden, du siehst ja auch da. Naja, ich wollte gerade sagen, alles, was in eurem Garten wächst, könnt ihr an einem Tag essen. Aber alles, was ihr im Supermarkt kauft, da wirklich mit Bedacht essen. Richtig, du sagst es. Also nicht nur wegen den Pestiziden, sondern halt auch wegen dem Fruchtzucker dann. Ganz genau. Hast du noch ein Gemüse, was dich aufregt? Du, ich glaube, wir haben so viel jetzt den Zuschauern schlecht geredet. Es geht jetzt auch mal die guten Gemüsesorten, haben wir ja schon erwähnt, nochmal in den Vordergrund zu rücken. Und vor allem auf das hinzuweisen, was wir erleben. Nämlich Greenie Garden, selbst Gemüse anbauen. Einen kleinen eigenen Garten machen, auch wenn er abgemäht wird. Wildkräuter sammeln gehen. Sprossen ziehen. Leute, das ist einfach. Ja, zieht Sprossen, weil mir fällt gerade noch ein, also auch bei gekauften Salat würde ich aufpassen. Also Salate ziehen auch viel Pestizide an. Gerade alles, was auch so viel Wasser hat. Also Salat, Gurke, haben meistens sehr, sehr viele Pestizide. Du, aber red nicht alles schlecht. Ich will doch nur aber so einen Salatkopf kannst du doch auch schnell zu Hause im Topf machen sogar. Das brauchst du nicht mal am Balkon. Ja, absolut. Guck mal, also, ich mache meine Zwiebeln sogar selber. Du, es geht in deine Richtung. Und ich muss dich da wirklich noch mal vor der Kamera loben, weil du machst es exzellent. Du bist da noch fortbildlicher als ich. Ich bin nicht mal am Balkon. Ja, ich gehe wirklich in die Natur. Ich nur Fensterbretter. Und ich kann noch ein wunderschönes Zitat von Jesus. Und zwar sagt er zu seinen Jüngern, seht ihr nicht die Vögel? Und die Tiere, sie sehen und sie ernten nicht. Und doch sorgt ihr himmlischer Vater für sie. Und seid ihr nicht viel mehr als sie? Die Tiere, die gehen keine Felder anbauen. Die Kuh, die muss nicht irgendwie Gras sehen. Das Pferd, ja, also die Tiere sind versorgt, weil die einfach ihre Sinne haben. Die wissen ganz genau, was sie essen können und wir haben es auch. Und du lebst es schon in sehr hohem Stile. Deswegen freue ich mich, wenn du bald die Leute anleitest, Bücher rausgibst, Seminare machst, Fortbildung machst, bald hier den Leuten sagen kannst, Leute, es ist soweit. Es wird nur ein halbes Jahr dauern, aber dann geht's los. Nach diesem Video sind es nur noch ein paar Wochen. Sind es vielleicht noch 3 Monate, ja. Okay. Wir haben viel produziert wieder. Richtig. Wir haben viel gemacht, wir waren richtig fleißig. Ja. Es war mir eine Ehre, hat mir sehr große Freude gemacht. Toll, dass ihr das so teilt, diese Videos mit diesen Lebensmittelskandalen. Ihr seht, Leute, wie deep dieses Thema ist. Und danke, dass du es nochmal in den Fokus gerückt hast, Jana. Ja. Wirklich sehr, sehr wichtig. Und schreiben wirklich auch viele in die Kommentare. Auch schade, dass ihr eigentlich noch so wenig Klicks habt. Ja. Stimmt, es ist eigentlich traurig, dass es so wenig Klicks hat. Wir machen es aber trotzdem, weil ich bin fest davon überzeugt, lass mal noch 2-3 Jahre vergehen. Genau. Dann gehen diese Videos wirklich durch die Decke. Richtig, und dann sind sie halt zum richtigen Zeitpunkt schon da. Richtig. Dann müssen sie nicht mehr produziert werden. Und vor allem sind wir in 3-4 Jahren dann auch schon wieder schlauer. Genau. Und können vielleicht schon wieder einige Sachen, die wir jetzt erzählt haben, revidieren. Richtig. Und sagen, ah, es war alles Bullshit. Also das ist ganz anders. Ja, so viel anders ist es gar nicht. Ich habe mehrere Bücher dazu geschrieben. 3 Bücher zu diesen Themen, genau die wir geschrieben haben. Globale Marktwirtschaft, Nahrungsmittelverfälschungen und jetzt Alternativen. Und wir haben sogar ein tolles Rezeptbuch rausgebracht. Also das findet ihr alles hier drunter verlinkt. Genau. Können wir auch hier einblenden. Da haben wir die Probleme, aber auch die Lösung gleich. Weil wir müssen ja auch irgendwie überleben. Und wir kriegen das recht gut hin. Und von mir gibt es dann, wie gesagt, noch ein Kräuterbuch, auch mit Kräuterrezepten und Salben, Tinkturen, was man eben so für zu Hause machen kann. Richtig. Für sich selber tun kann. Danke dir. Danke dir. War sehr schön. Und wir sehen uns ja, ich hoffe, bald wieder. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen. Wenn du kein Video mehr von uns verpassen möchtest, dann abonniere doch unseren Kanal und aktiviere die kleine Glocke. Wenn du uns auch mit einem Energieausgleich unterstützen möchtest, dann findest du alle Daten unten in der Videobeschreibung sowie auch alle Links zu unseren Webseiten und Social-Media-Kanälen. Ich danke dir sehr für deine Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Deine Jana.